Schuhe? Schuhe? Schuh mich. Ja, jetzt geh halt dann rein. Ach, leck mich doch am. Nee, Schuhe passen nicht. Ja, dann ist noch eine Tasche hingestellt. Hoppala. Verlaine, suchen Sie noch einen Navigationsoffizier. Ein Freund von mir hat gerade sein Schiff verloren und sucht Arbeit. Ich kann für ihn bürgen, seine Papiere sind in Ordnung. Wer's glaubt, erzähl ich. Es ist die alte Geschichte. Die Megacorps haben ihn unterboten und ihm alle Kunden weggeschnappt. Die kleine Firma, die kleineren Firmen kommen immer schwerer an Verträge und ich überlege, selber aufzuhören, solange ich noch was verkaufen kann. Sie selbst scheinen ganz gut dabei zu sein. Als ich bei den Docks vorbeischaute, hieß es, sie wären gerade abgeflogen. Sevastopol. So ein Drecksloch. Naja, wie ich höre, bezahlt Wayland ordentlich. Wayland ist der Chef von Wayland Industries. Irgendwas, keine Ahnung. Alien vs. Predator 2, glaube ich. Irgendwas, keine Ahnung. Bild nach oben, Bild nach unten. Blättern. Q zurück. Komisch. Geht nicht. Wahrscheinlich deswegen, weil es nichts zu blättern gibt. Viel Glück jedenfalls, wenn man sie nicht schlagen kann. Was? Wir müssen uns treffen, wenn sie zurück sind. Aha. Hier ein Pullover mit ein paar Rotzflecken drauf. Hä? Ich weiß nicht. Ach, guck mal. Eine Dusche. Wie geil ist das denn? Das Scheißhaus ist blockiert. Anziehen. Ziehen Sie sich an. Abgeschlossen. Naja. Das war jetzt Albtraummission. Das Wasser läuft immer noch. Am Registrierungspunkt können Sie auch noch Eingabespiel speichern. Pornoheft. Angezogene Tatsachen. Oh, was haben wir denn da? Raumanzüge. Aha. Will nicht wissen, was da passiert ist. Oder wer da repariert hat. Ich weiß nicht. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Es ist Abend. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Wayland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid.
Das war unsensibel. Ich weiß, dass ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Ich werde mich mit ihm kurz schließen. Sprechen Sie mit Mr. Taylor. Mit Taylor sprechen. Natürlich. Krieg ich mir einen gescheiten Kaffee? Die Kaffeemaschine ist am Arsch. Danke. Vielen herzlichen Dank für nichts. Müsli kriege ich auch nicht, ne? Was ist denn das hier? Aschenbecher. Hier, Automagazin. Nackte Autos. Für Autofetischisten. Guck mal, der in Rot. Ach, sieht ja heiß aus. Ey, Vorsicht, ich will hier durchgehen. Verschlossen. Wahrscheinlich geht's hier raus ins All. Da bräuchte ich allerdings ein Mäntelchen. Sonst verkühle ich mir die Hühnerbrust. Terminal zugreifen. LM-Link. Ach du Kröne. Du ahnst das nicht. An N. Taylor, Nostromo-Vorfall, Wayland und so weiter, bla bla. Mr. Taylor, hey Taylor! Quatsch. Ich habe hier einen Auftrag erhalten. Es könnte eine Weile dauern, die Daten auszugraben, die Dateien auszugraben, und der Vorfall war vor meiner Zeit bei der Firma. Bei den Details, bin ich mir nicht sicher. Im Jahre 2122 ging der Frachter USCSS Nostromo von Wayland und so weiter, bla bla bla, verloren. Keine Spur von Fracht oder Besatzung, mit Ausnahme eines neuen Wissenschaftsoffiziers, hatten alle 7 Crewmitglieder bereits zusammen dort gedient. Dallas war der Captain, genau. Ash, das war der Roboter, wissenschaftlicher Offizier. Kane, erster Offizier. Ripley, dritter Offizier. Lambert, Navigationsoffizier. Ah, es geht. Parker, Chefingenieur, Brett, Techniker. Wayland hat dadurch eine Stange Geld verloren. Es gilt als Schandfleck in der Firmengeschichte. Ich habe den Eindruck, sie haben es nicht gerne, wenn man davon spricht. Ich versuche, die Dateien später zu finden und ein paar Punkte zu klären. Wenn Sie wollen, kann ich sie mit Ihnen zusammen durchgehen. Vielleicht färbt etwas von Ihrem Glück auf mich ab. Ich habe, wie ich höre, haben die hohen Tiere Großes mit Ihnen vor. Saul? Passagierliste. Ja, ne? Oh. Captain Verlaine, Diane. Wie auch immer. Raumschiff der Klasse M. Das ist schon mal schön. Auch wenn ich nicht weiß, was das bedeutet, aber es ist schön. Sieht lustig aus. Passt schon. Vertragsfirma Wayland. Hin- und Rücktransport des Wayland-Bergungsteams zur Sevastopol-Station. Das Team besteht aus 3 Mitarbeitern von und so weiter. Samuel C. Ripley A. Taylor N. Die eine haben wir, glaube ich, gerade kennengelernt. Nina, Anzahl Dex 2, Besatzungsmitglieder 2, interstellare Kommunikationsantennen, Fernstrecken, Überschlafkammer, Abschlepper zu gewerblichen Passagieren. Was? Abschlepper zu gewerblichem Passagierfrachtschiff umgerüstet. Ach so, man sollte es auch zu Ende lesen, dann gibt es auch einen Sinn. Ergibt. Verfügt über intakte, schwere Schlepperbrücke. Toll. Also wir sind Abschleppdienst, auf Deutsch. Hier kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Da kommen wir gerade her. Ja. Servus. Habe die Ehre. Nein, habe ich im Maßern. Hier. Lauter Kassetten.
Pornomagazin? Trust. Oh, guck mal. Auch ein schöner Rücken kann entzücken. Ist hier wieder ein Schuh? Ups. Wo kommt denn der her? So, hier waren wir glaube ich noch nicht, ne? Hoppala. Rennen ist hier nicht. Oh. Ah, Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Der Nostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Wir haben uns unterhalten. Sie scheint nervös. Ist mir nicht aufgefallen. Aber sie ist eine fähige Führungskraft. Sie wird uns mit allen rechtlichen Angelegenheiten helfen können. Ja. Sprechen Sie mit Samuels. Samuel. Anna, stell dich zur Brücke. Annäherung an Sebastopol. Jetzt sind wir dran. Ich laufe dem Latten einfach mal hinterher. Und rechts 2, 3, 4. Rechts 2, 3 oder was? Links 2, 3, 4. Links hinterm Samuel. Da stinkt's. Geh weg. Das ist aber nicht die Brücke. Okay. Da ist die Brücke. Geh halt mal weg, ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine, rein und raus. Connor, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Sammeln Sie was? Oh. Uah. Habt ihr Ratten hier? Ich höre so ein scharrendes Geräusch. Was soll ich machen? Aha. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrens nicht reinbringen. Handelsschiff Torrens aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Hallo Marshall? Marshall? Torrens hier, bitte um Wiederholung. Station abgeriegelt, wir sind am Arsch. Wir sind sowas von am Arsch. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrens für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet.
Gute Landung. Sichere Landung, das war schick. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Druckablass. Oh, Schatz. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Du kannst dich hinten einhängen, aber fass mir denn an den Arsch. Ich bin empfindlich am Poppes. Was ist dir passiert? Mein Gott, Ridley. Sie machen das gut, Herr. Verstecken ist nur eine vorübergehende Lösung. Sammeln Sie Baupläne, um Ripley den Bau verschiedener und besserer Geräte zu ermöglichen. Speicherstation finden. Sound testen. Speichert von allein. Psst. Albtraum. Ich kann mich nicht ducken. Ich habe ja noch einmal eine Waffe. Jetzt werden doch noch keine Indians kommen, oder? Alter Mann. Spiel speichern. Wollen Sie die aktuellen Speicherdaten wirklich überschreiben? Ja. Bitte warten. Einen Augenblick.